Töne direkt hintereinander. Herr Urlaub, sind Sie bereit? Ich weiß nicht, ob wir das heute machen sollen. Ich weiß, es hat viele Unfälle gegeben auf der Tour. Es hat viele schlimme Vorkommnisse gegeben auf der Tour, aber ich denke, wir können diesen Vier-Töne-Test Ingolstadt nicht vorenthalten. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Meinst du, anschließend vielleicht, wenn es schief geht, sind sie alle verstrahlt? Ja, das könnte sogar unsichtbar werden. Wer von euch ist denn noch nicht volljährig? Ich! Vielleicht könntet ihr euch hinter Vollmütterbrötchen stellen, um die Wucht der vier Töne so ein bisschen abzufedern. Wer von euch ist im letzten halben Jahr geröntgt worden? Ich! Bitte Abstand nehmen zu den Boxen. Okay, das ist ja gut. Wer hat Glocken? Oh, scheiße. Aber gesunde Zähne hier in Ingolstadt, ja? Sechs Leute haben Glocken. Respekt, ich krieg keine Süßigkeiten, oder klar, wir kommen ja auch, braucht ihr nichts zu naschen. Und wer von euch hat Saddam Husseins Telefonnummer? Kann ich euch eines verraten, die könnt ihr wegschmeißen. Geht nicht mehr. Nein, aber okay. Geht doch Ceausescus Telex nochmal. Hey, jetzt wissen wir überhaupt nicht mehr, was sie machen sollen, okay. Ich erkläre euch kurz, ich spiele jetzt vier Töne, also die eben schon angedeutet, aber wir spielen, also ich spiele sie hintereinander. Und dann reagiert ihr einfach so, wie euch der Schnabel gewachsen ist, wie euch die Hände gewachsen sind, wie euch die Füße, also ihr reagiert einfach. Und wir gucken uns das an und entscheiden, ob wir das Konzert jetzt abbrechen oder vielleicht einfach noch ein bisschen weiterspielen. Hängt ein bisschen von eurer Reaktion ab, aber was wir genau erwarten, verraten wir natürlich nicht. Aber was ich jetzt brauche für diese vier Töne, ist absolute Ruhe, bitte. Aber sagt später nicht, dass wir euch nicht gewarnt hätten. Ja, und Zellette. Rodrigo, er hat gesagt, absolute Ruhe. Ja, ich sehe es gerade. Da sind keine Knöpfe dran, du musst es über den Kopf ziehen. Nicht über den Kopf von deinem Freund, über deinen. Obwohl. Okay, wir versuchen es nochmal. Das war schon, ich kann euch eins verraten, das war schon ganz gut. Nee, Leute, macht es nicht. Ich kann euch eins verraten aus jahrelanger Erfahrung, wenn sich 70 Proleten um eine Frau rumstellen und schreien, ausziehen, dann macht sie genau das nicht. Ja. Man muss da ein bisschen subtiler vorgehen. Das ist wie den Urlaub und seine Gang von 69 Kumpels machen das ständig. Wieder meine Nummer 2, weiß natürlich Bescheid. Einfach nur so wieder rumstellen, nein. Okay, aber ich gebe euch einen Tipp, was hilft oder was helfen kann. Also in Österreich zumindest, wenn man Gitarre lernt und diese vier Töne spielt. Kreischen. So, jetzt mal Spaß beiseite. Jetzt wisst ihr ja ungefähr, wie Kreischen geht. Und jetzt das Gleiche in laut und in enthusiastisch. Können wir diese Lautstärke jetzt als Grundniveau für die nächsten 3 Stunden durchhalten? Also nicht wir, sondern wir. Ich fände es sehr schön, muss ich jetzt mal sagen. Und dann würde ich überlegen, ob wir vielleicht doch hierher ziehen will. Was meinst du? Ich bin ja Immobiliensammler, ja, also jetzt noch ein Grundstück in Ingolstadt, klar. Aber wenn dann gleich die Bahnhofstraße. Okay, jetzt aber ernsthaft, wir spielen jetzt das ganze Lied, was zu diesen vier Tönen noch gehört. Wobei, let's face it, die vier Töne sind eigentlich das Wichtigste, der Rest ist so schmuck, was man halt so macht, damit die Single länger.